Da ist ein Erschaffe Malte von BTTV. Das können wir später machen. Ah, warte mal. Nee, jetzt. Ein Huhn. Hallo Malte von BTTV. Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Adventure Map, die mir zugesendet wurde. Und zwar von hier von einem, der Sebastian heißt. Ziemlich cool auf jeden Fall. Und in Minecraft heißt das Sebino HD. Aha. Okay, und auf YouTube Feed, also hier ist der YouTube-Link. Ich pack den eh nochmal in die Beschreibung, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Auf jeden Fall heißt diese Map die Reise der Birkensetzlinge. Ich bin da sehr gespannt, es hat mich nämlich voll neugierig gemacht. Und ich freue mich da jetzt drauf. Okay, Infowand. Finde die 5 verlorenen Birkensetzlinge. Aber Achtung, sie sind noch jung und dürfen noch keine Tomaten essen. Keine Blöcke zerschlagen und nicht cheaten. Bla bla bla, bla bla bla. Viel Spaß und pass auf, dass den armen Setzlingen nichts passiert. Schwierigkeitsgrad auf normal stellen. Du stinkst. Danke, du auch. Hab ich schon gemacht, auf normal gestellt. Hier könnt ihr überprüfen, so und so. Aber ich würde jetzt hingehen und Game Modes 0 machen. Da müsst ihr auch dran denken, weil so muss die Map dann gestartet werden. Okay, alle 6 Knöpfe drücken. Alle 6 drück, ach, auf dem linken Stück, okay. 1, 2, 3, ach, jetzt wurde es erst umgesetzt, okay. 1, 2, 3. Okay, flüstert dir zu, du bist cool, was noch irgendwas Besonderes. Schönes Wetter, bla 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 bla, okay, gut. Sehr schön. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat, aber hier scheint es irgendwie runter zu gehen. Okay, was steht hier? Nimm dir ein Rüstungsteil, aber wirklich nur eins. Du wirst es brauchen auf der Suche nach den Setzlingen. Oh Gott, was nehmen wir da? Windel, Hipsterkappe, atmungsaktive Schuhe. Ich nehme die Hipsterkappe. So, sieht doch schon mal prächtig aus, würde ich sagen. Oh, ich bin, sieht eher aus wie so einer vom Orient, so ein, mit so einem Turban oder so. Aber ich finde es gut. So, und hier? Wo geht's da jetzt weiter? Da oder da? Warte mal. Das sind jetzt. Geht's da auch? Ah, egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Wir müssen nämlich die Birkensetzlinge finden. Oh mein Gott. So, es geht hier in die Tiefe. Und. Plumps. Wow! Mach mir keine Angst. Okay, was steht hier? Sei schnell. Finde den versteckten Hebel, indem du alle Knöpfe drückst. Achtung, es ist schwer. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den allerersten. Och, den nehmen wir mal gleich hier. Warte. Wo tut sich da was? Oh Gott. Das ist ja. Aha. Okay. Ja, wir haben den Gang gefunden. Mega genial. Okay. Okay. Hier ist Redstone. Ist das Blut? Oh nein, Birkensetzling Blut. Oh nein. Mir, keine Sorge hier. Wir nehmen den, pass auf, wir müssen uns jetzt Namen überlegen. Der hier im ersten Slot, das hier ist Bernhard, okay? Hier Bernhard. Bernhard, wir müssen deine Geschwister finden. Nur, wo geht's lang? Falscher Weg. Okay. Okay. Hier ist das Blut. Oh nein. Was ist hier? Lass dich sinken. Hä? Abwärts, Achtung, du wirst nicht sterben. Richtiger Weg. / Game Rule Keep Inventory True. Ich vertraue den Schildern jetzt einfach mal. Oh, gut, 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 gut. Ich war mir echt nicht sicher, weil wie er es so formuliert, kann es echt sein, dass er mich vielleicht trollen möchte oder so. Naja. Oh, hier ist eine Kiste. Da ist ein Erschaffe Malte von BTTV. Das können wir später machen. Ah, warte mal. Nee, jetzt. Ein Huhn. Hallo Malte von BTTV. Wie geil. Du bist der Beste, Mann. So, der Raum des Wahnsinns. Was steht hier? Wenn du den richtigen Knopf gefunden hast, sei schnell. Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? In diesem Raum ist eine Kiste versteckt. Ach was, ne?
Ah, feucht. Ja, dann ist sie hier irgendwo versteckt. Ach, hier. Au! Au! Ah! Ah! Nein! 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 Okay. Eine Pfingsthose. Was ist eine Pfingsthose? Da steht tatsächlich Hose. So, wir gehen da jetzt einmal mal durch. Machen. Ah. Och nee, das ist doch eine Scheißaufgabe, die Schalter zu drücken. Wir finden das schon heraus. Wir schaffen das. Oh, Malte kommt. Hallo, Malte. So, haben wir wenigstens Unterstützung von Malte. So. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Warte, vielleicht einer von denen da? Ne, von denen da nicht. Aha! Oh, fuck. Fail. Bam. So, sehr geil. Wir haben es hier rausgeschafft. Oh, hier ist Gold. Gold. Gold ist immer gut, ne? So, was ist das hier? Blut. Du hast den Raum überstanden. Wie lange hast du gebraucht? Nicht wirklich lange. Oh nein, Bernhard. Bernhard, hier haben wir wieder Blut von deinen Geschwistern. Wir essen jetzt erstmal hier den. Ah, oh, was? Nein, ich bin kein Tierquäler, nur weil ich das ge. Geil. Und der Apfel hier heißt Birne. So, oh. Oh nein, noch mehr Blut von den Setzlingen. Yay, Kohle! Oh, was ist hier los? Töte das Schwein und brate sein Fleisch mit der Kohle aus dem vorherigen Raum. Aber nur Kohle abbauen. Nur die Kohle abbauen. Du wirst den versteckten Ausgang schon finden. Oder du bist dumm und schaffst es nicht. Okay, das ist ja interessant. Hier ist noch eine Kiste. Was steht da? Outdated Element. Okay, ist hier noch. Aha. Erschaffe Manuel von BTTV. Okay. Hallo Manu, was geht? Sehr schön. Dann bauen wir hier jetzt die Kohle ab. So. Mann, Mann, Mann. Das ist ja hier richtig spannend. So. Dann gucken wir jetzt einfach mal kurz immer so. Hier rein und da rein. Es muss ja ein 2x2 Gang sein. Nee, nicht 2x2, sondern ein. Warte, hier kann es nicht sein. Aber warte mal. Fuck, jetzt darf ich die ganze Kohle hier abbauen. Ernsthaft? Es kann überall der Gang dahinter sein. Ich mache es jetzt erstmal so, die obere Reihe da weg. Ah, da ist nichts. Da hinten dran ist auch nichts. Ah, guck mal da. Gut, wir haben den Gang. Dann gehen wir jetzt noch das Schwein hier töten. Bam, 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 bam. Birkensetzling. Hä? Das Schwein hieß Birkensetzling. Really? Warum hieß dieses Schwein Birkensetzling? Das verwirrt mich jetzt etwas. Aber die Map ist echt cool gemacht. Ich weiß nicht, die hat so ein bisschen was Ironisches, aber das macht es wiederum umso witziger. So, gebratenes Schweinefleisch. Das ist schön. So, und wir müssen jetzt dahinter, richtig? Dann gehen wir da jetzt durch. So. Aber wir haben noch keinen Birkensetzling. Wir brauchen nämlich noch einen zweiten. Achtung, jetzt nichts mehr abbauen. Gib die Spitzhacke zurück. Die Kohle kannst du behalten. Okay. So, hab's zurückgegeben. Und wen haben wir hier? Manuel von. B Hä, wie ist der da hingekommen? Ich hab den doch. Komisch. Was ist hier los? Ah, das verwirrt mich ein bisschen durch Optifine, deswegen. Wuhu! Hier ist noch mehr Blut, überall Blut. Okay. Fuck, Mann, ich glaube, jetzt muss ich schnell sein. Hier, ein Barsch. Oh Mann, der Typ ist cool, der die Map hier gemacht hat. Den mag ich. So. Wow, wow. Was steht hier? Ein armer Birkensetzling ist ins Wasser gefallen und verbrannt. Was laberst du? Ah! Warum brenne ich? Alter. Das ist doch Kake. So, wir müssen hier raus. Puh. Gott. Ja. Ja. Was ist das hier? Minispiele. Unbedingt reinschauen. Hier bist du richtig. Ja, gut, dann gehen wir da mal rein. Nest des Teufels vergiften. Was? Hä? Heilen. Ah. Nimm das jetzt einfach mal mit. Okay. Wärst du erfolgreich dann hier? Ach so, wenn ich erfolgreich wäre, dann darf ich das.
Gib das Kit hier zurück und nimm dir ein anderes. Hä? Was ist das hier? Kit PvP. Wähle dein Kit. Okay, machen wir mal so. Was gibt's noch? Okay, interessant. Machen wir eine Runde Kit PvP. So, zack, zack, zack. Und zack. Und legen wir los. Ah, fuck, ich brauch. Wow. Wow, au. Aua. Susi, wie heißt die? Susi Biene. Okay, was gibt's hier noch? Der Zombie, wie heißt der? Sumsi Biene. Okay. Ist da noch mehr drin? Oh ja. Noch viel mehr, okay. Gut, dann hätte ich das hier geschafft. Sehr schön. Dann geben wir das Kit hier zurück. Zack. Ah, ne, das ist meins. Das da muss zurückgegeben werden. Das hier können wir ausziehen. Und dann können wir hier das da wieder reinmachen. Und ich nehme mir mal hier eine Belohnung raus. Dann gehen wir hier noch rein. Okay, wie geht das hier? Was ist das hier? Hier hinten ist eine Truhe, die es nicht schaffen. Für die, die es... Achso, Jump'n'Run. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse Jump'n'Run. Achso, da muss ich lang. Wow, fuck. Nein! Ah, was? Hey, ich hab's doch schon geschafft gehabt. So. 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 Okay, das hier ist schwierig. Das hier ist mega schwierig. Nein! Mann! Ich probiere es jetzt noch einmal. Ah, was? Ey, nee, warte mal. Was ist denn hier drin? Brauche ich das überhaupt? Ich nehme mal nehm das jetzt einfach mal mit. Das ist mir jetzt zu doof. Ich gucke nur kurz, was da oben war. Game Mode 1. Tschup. Okay, was ist hier drin? Deine Belohnung. Okay, das darf ich natürlich nicht nehmen, weil ich Jump'n'Run nicht geschafft habe. Weil ich ein Noob bin. So. Zack. Ah, was? So. Und so. Ich will jetzt aber weiter nach den Birkensetzlingen suchen. Deswegen bin ich ja hier. So. Gehen wir hier raus. Was gibt's hier? Geh zuerst nach rechts und dann die Leiter hoch. Achso, da war ich ja schon in dem Raum. Okay. Ich frag mich jetzt aber. Aber kein Eis zerstören. Machen wir das da mal. Und kein Diamant, kein Eis zerstören. Lies, was auf der Kiste steht. Ah, warte mal. Suche den zweiten. Ah, cool. Ah, cool. Hier haben wir. Erst verlassen, wenn ich den hab. Okay. Oh Gott, das wird jetzt doof wegen Shader. Sehe ich nichts. Ach, das darf ich nicht zerstören. Okay, hier ist der Raum zu Ende. Scheint zumindest so. Was ist das hier? Ach, das wird zu Dingens. Aha. Was ist da drin? Zombie, Spinne, Skelett. Aha. Gut zu wissen. Okay. Okay. Wir finden gleich dein Geschwisterchen hier, Bernhard. Dann müssen wir uns für den auch noch einen Namen überlegen. Aha, da haben wir's. So, erstmal... Das alles hier rein. So, das brauche ich nämlich alles nicht. So, jetzt kommt nämlich Günther dazu. Das ist Günther. Günther ist der Bruder von Bernhard, by the way. Für die, die es nicht wussten. Ja, Bernhard und Günther, unzertrennlich. So. Gib die Schneebälle. Achso, kann ich hier abgeben. So, sehr schön. Behalte auf jeden Fall die Setzlinge und das alles. Okay, sehr geil. Jetzt geht's hier weiter. Oh Gott, ich höre Monster. Das heißt, es ist draußen vielleicht Nacht. So, weiter geht's. Wo wird es uns noch hinführen? So, was ist das hier für ein Raum? Ein Jump'n'Run. Okay, interessant. Aua. Um rauszukommen, was steht hier? Ah, Alter! Nein! Was soll das jetzt? Wo kam die scheiß Spinne her? Bau die Kakteen hier so ab. Nur so kannst du zu der... Was? Hä? Bau die Kakteen hier so ab. Ach so, hier muss ich sie jetzt so abbauen, dass ich hochkomme.
Warte, ich muss erst darüber. Warte mal. Ah, okay. Da. Da. Und dann müsste ich hochkommen. Aua. Ah, was? Jetzt hat es mich zu weit gehauen. Fuck. Okay. Wir probieren es weiterhin. So, sehr schön. Dann schlürfen wir mal hier so einen Trank der Heilung. So. Und was ist hier drin? Ah, eine Rotzkugel. Sehr geil. Okay, jetzt muss ich das Jump'n'Run hier schaffen. Hoch. Hoch. Und zack. Zack. Ach, guck mal, da unten ist da noch was. Da steht ein Schild. Ich guck mal kurz. Haha, falsch. Du musst über die Kakteen hüpfen. Ja, sag mir das doch vorher, meine Güte. So. So.